So, ich glaube, wir sind schon in Kapitel 3 oder so. Das Spiel geht nicht mehr lang. Natürlich immer die schwarzen Frosche. Leichtes Echo habe ich gehört. Nicht schlecht. Wir seilen uns wahrscheinlich jetzt ab. So, hier sehen wir immer wieder diesen Endo. Man konnte raus und rein. Warte, ach, hier ging das, oder? Irgendwo ging das mal, das weiß ich noch. Ist ja blöd. Man konnte rein und raus. Aber wo war denn das? Naja, egal. Weil wenn man rauszoomt, dann sieht man den Kopf und so ein bisschen den Hals und alles. Das ist gar nicht so schlecht. Aber wenn ich nicht weiß, wie man das macht, ist das natürlich doof. Ja? Ganz klar. So. Sieht doch immer so geil aus, wenn man rennt. Ach, jetzt sind wir erst in Kapitel 2. Dem Himmel sei Dank. Hört sich schon mal sehr beruhigend an. Wir sind auf jeden Fall auf Land. Auf dem Land und es ist tagsüber. Das ist schon mal sehr gut. Finde den neuen Evakuierungspunkt. Werden wir machen. Hier haben wir Munition. 80 Stück für die Maschinenpistole. Go, go, go. Go, asshole. Sagen sie doch immer so im Militär. Geh, du Pussy. Okay, wir müssen natürlich immer gucken, ob hier Feinde sind. Nachladen. Anvisieren. Feuer. Und nochmal Feuer. Na komm schon. Nochmal nachladen. Huch. Kann man nicht anvisieren? Ist ja blöd. Sieh dich um. Immer gucken, ob hier irgendwo Munition oder Granaten liegen. Die können wichtig sein für später, oder? Ach, jetzt hat er es aufgenommen. Umgehen die Spinne seitlich und gut. Aha, wir müssen von hinten die Spinne also ausschalten. Können, also da ist ihre ihr Schwachpunkt. So, ich renne mal nach da oben. Da links. Ne, wie renne ich denn eigentlich? X gedrückt halten, oder? Hm. Also von hier oben. Pass auf. Wenn wir jetzt Folgendes machen. So, wir haben die Schwachstelle Oh, sofort K.O. So können wir also die Spinne umbringen. Das ist ja nicht schlecht. Jetzt leckt es ein bisschen. Es leckt ein bisschen, oh mein Gott. Oh, wir bekommen jetzt... Man hat hier gar keine Ruhe. Es sind ja so viele Gegner hier. Ja, nicht schlecht. Nachladen. Und Feuer. Tot. Die Spinne ist auf mich fokussiert. Sie ist immer auf ein Lebewesen fokussiert. Und wenn man zum Beispiel zu zweit spielt, so war es, haben ich und Fender das gemacht, war ganz einfach. Ich zum Beispiel habe sie auf mich gelenkt und Fender hat sie dann von hinten ausgelöscht. Weil diese Spinne, die fokussiert dann einfach nur dich und will dich einfach zerstören. Das ist ein richtiges Ego, ja. Mist, 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 Mist. Wie kann ich denn Granaten werfen? Dreieck, Dreieck? Ja, Dreieck gedrückt halten. Ich weiß es nicht. Das Doofe ist, ich kann ihn gerade nicht. Ah, Mann, meine Kumpanen sind manchmal richtig doof. Das mag man ja immer an CPUs nicht. Dass die immer so ein bisschen unbeholfen sind, würde ich schon sagen. Ne? Sind sie aber wirklich immer. Oder manchmal. Na, ich kann den nicht ausschalten. Es sei denn, ich würde eine Rakete opfern. Dann wäre das Teil wahrscheinlich sofort weg. Und K.O. Weil da vorne lag eine Rakete, das heißt, wir nehmen einfach gleich die Rakete auf. So, rennen kann man anscheinend nicht. Wenn ich das gerade... Oder? Es wurde mir nicht gezeigt, wie man rennen kann. Vielleicht kann man ja auch nicht rennen. Es ist ja nicht schlimm. Es ist schon ein sehr altes Spiel eigentlich. Aber so für einen Einsteiger-Let's Play ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Denn ich mag Ego-Shooter-Spiele. Ich mag Horror-Spiele. Ich mag Action-Spiele. Action-Adventure wie zum Beispiel Batman und alles. Ich mag eigentlich alles. Ja? Bis auf SingStar oder Let's Dance oder was weiß ich, was es inzwischen zeitlich gibt. Huah! So, zerstört. Ganz locker zerstört. Haben noch einen Schuss mit der Bazooka. Wie können wir die Granate werfen? Das wurde mir noch nicht gezeigt. Das wird mir wahrscheinlich noch gezeigt. Also man muss immer geduldig sein. Ja? Das ist so langsam am Anfang so ein kleines Tutorial, will ich mal sagen. So, da vorne sind sie. Alles clean! Was sagst du? Ach, ich soll vorrennen, danke. Meine Freunde. Das sind meine Freunde. So. Ja, Feuer! Wenn einer da ist, kommen meistens mehrere. Uah. Weil die alarmieren, wenn sie beschossen werden und ausradiert sind. Keine Ahnung, ob da irgendjemand im Kontrollzentrum sitzt und sagt, da wurde einer ausradiert, schick da sofort mehr Einheiten hin, los! Sitzt. Okay, wir haben hier... So, Granaten. Drücke R1, um eine Granate zu werfen.
Okay, sehr schön. Und auch mit so einem schönen Bild, eine aufgemalte Granate, finde ich auf jeden Fall besser, als wenn da einfach so ein Bild von einer Granate ist. Also so ein gemaltes Bildchen ist gar nicht so schlecht. So, ja. Nein, jetzt muss er nachladen. Ich werde dafür keine Besucher jetzt opfern. Der ist ja so gut wie K.O. Hier, ich werfe einmal eine Granate gleich. Lolala, ganz in Ruhe nachladen. So, zerstört. Und jetzt pass auf. Huah! Oh ja, der ist weg. Ich habe jetzt aber auch keine Granaten mehr. Nachladen. Ich habe kaum noch Munition. Ich treffe die Gegner nicht immer hundertprozentig. Das ist von Spiel zu Spiel immer verschieden. Achso, ich wollte gerade werfen. Ich habe keins mehr. Nur noch eine. Granate in your face! Und es wird gesaved. Und wir haben wieder Lebenspunkte bekommen. Das sieht doch toll aus. Falls das Spiel irgendwann mal abstürzen sollte, ja, dann muss ich das wahrscheinlich... Es lädt ja, es speichert ja immer automatisch. Die PlayStation 3 kackt immer gerne ab, aber ich hoffe einfach, weil ich nehme das jetzt nicht Part für Part auf, sondern einfach durchgehend erstmal auf. Du hast den Non-Evakuierungspunkt erreicht und es leckt gerade. Gerade wovon ich ach nee, oh, ich dachte schon, das wäre jetzt abgestürzt. Where is everyone? Maybe we're too late and miss the evac. Maybe we're all dead. Or maybe they're just being smart. Names? Rogers, Connor, and Williams, sir. Hey, Chief. Looks like we're about 10 minutes out. Suggest you get everyone prep for evac. Over. All right, saddle up, kids. We're going home. And then what? Then what do we do? We'll see what Command wants to do. I can't wait to see what brilliant plan they cook up next. As if they didn't get enough of us killed today. Come on, Blair. Don't tell me, come on. Maybe if you took some responsibility for once in your life, we wouldn't be taking orders from Captain Crunch over here. Arrowstead, outside! Da hilft es auch, zuschreien und auf sich aufmerksam zu machen. So, Shotgun. Nee, lass mal hier liegen. Wir haben jetzt auch wieder Munition für den Raketenwerfer aufgenommen. Granaten, boah, was hier alles rumläuft. Rumliegt. Säubere das Gebiet von Maschinen. Terminatoren zerstören. So, pass auf. Man kennt ja auch die Filme Terminator mit John Connor und dem Schweizer Arnold Schwarzenegger. Kennt man ja, ne? Habe ich auch ein paar Mal gesehen, finde ich ganz okay. Den Film jetzt nicht atemberaubend, aber ja, kann man sich mal ansehen. So schlecht ist er nicht. So, die Amerikaner lieben ja auch den Arnold. Oh, mal nachladen hier, so. Jetzt kommt eine weitere Welle. Oh. Sehr heftig hier. Ich glaube, man konnte auch irgendwie aufs Dach gehen. In Deckung kannst du mit R2 auf Glück schießen. Auf Glück schießen, ja. Er will schon auf Glück schießen. Jeder Schuss muss sitzen. Wir dürfen hier doch keinen opfern. Aber Munition ist fast alle. Ja, mit einem Schuss haben wir ihn noch umgelegt. Nein! Oh, abgeschossen. Sehr gut gemacht. Skynet links. Links. Warte mal, ich versuche mal aufs Dach zu gehen. Ach, geht wahrscheinlich noch nicht, oder? Geht erst, wenn wir diese Welle hier unten abgewehrt haben. Boah. Alter Schwede. Komm, noch Schuss. Hä? Ach, 15 Magazine habe ich. Ich dachte mal 15 Schuss. Ach, das sind noch 15 Magazine. Mit jeweils 40 Schuss, das ist, ja. Das ist sehr gut eigentlich. Jetzt habe ich das verstanden. Ich dachte immer, hä, was ist denn das für ein Bug da? Das ist kein Bug. Bams! Sehr schön, wir haben es geschafft. Maschinen sind alle zerstört. Let's go! Everyone! Back inside! This is David West. Frequencies. Got three of us. Man down at Skynet Regional Command. We've got one wounded. Yes, everywhere. Requesting immediate assistance. This is John Connor. I copy you, Weston. Connor, do you copy? Come in. Can you hear me? David. Damn it. Einzelne Überlebende. Ja, das ist. Ain't no way to get back to them. All right.
Genau das meine ich. Das ist immer so eine Sache, ob man denen hilft oder nicht, weil setzt man die Leben der anderen auf ein Spiel für nur zwei Personen und vielleicht schafft das dann keiner davon. Das ist immer die Frage. An diesen Moment erinnere ich mich immer, hier habe ich immer gefailt. War also eine schwierige Stelle. Und ich flüstere jetzt ein bisschen, damit ihr auch die Stimme hört. Und jetzt bin ich voll laut wieder. Nein, okay. So. Das ist immer so die Frage. Und hier, was? Ist das ein Sniper? Ne, das ist noch ein Shotgun. Ich würde gerne einen Sniper haben. Mann. Feuer! So, das Teil ist schon mal zerstört. Ich sag immer zu Teil zu Sachen, die einfach scheiße sind oder... oder böse sind. So, hier haben wir dich noch. Zerstöre ich mal. Boah, was? Von wo wäre ich beschossen worden? Oh, da ist noch ein zweiter. So, dein General. Ach, der ist schon zerstört. Boah, die in der Luft werden teilweise ziemlich viele. Und da kommt auch gleich einer, das weiß ich noch. Der lebt doch nur. Ich werde von hinten geschossen. Oder von oben eher gesagt. Nachladen. So. Du stirbst jetzt, mein Freund. Zack. Der ist erledigt. Oh, oh. Oh, oh, oh. Solange Gegner da sind, glaube ich, regeneriert er gar nicht, oder? Wie ist das? Scheiße! Das sieht nicht gut aus. Lol, und ich treffe den nicht, ey, Mann. So, der ist erledigt. Ja, er hat sich wieder regeneriert. Das ist ja Heftigkeit. Oh, noch einer. Boah, schnell runterfallen hier. Schnell in den Tod fallen. So, wechsel mal. Ich drücke mal auf Dreieck wechseln. Kennt man ja auch von vielen Spielen, dass es auf Dreieck ist. Stirb! Stirb, Schwein. Stirb, Kartoffel. So. Nachgeladen hat er. Was haben wir hier noch? Shotgun. Ah, Maschinenpistole. Da war noch ein Magazin. Super. Wir rennen hier durch. Unsere Toten begrapschen wir nach Munition, ist ja ganz klar. Die Körper sind uns jetzt egal, tot ist tot. So, noch die Granate aufnehmen. Ist relativ einfach noch das Spiel. Ich habe ja auch auf Mittel gestellt im ersten Part. Ist jetzt wahrscheinlich schon der zweite oder dritte Part, weiß ich nicht. So, jetzt gehen wir hier runter. Blair. Sie steht wie eine Eins. Okay, sie gibt mir Deckung. Du hast das Gebiet gesäubert. Und wenn wir das Gebiet immer gesäubert haben, kommen wir wieder neue Gegner. So, der Evakuierungspunkt wurde leicht verändert. Mit dem Hubschrauber. Diese Stellen kennt man auch sehr oft. Ich weiß jetzt nicht, wie der Film hieß, aber da, wo Aliens auf die Erde gekommen sind, da wurde auch so ein Evakuierungshubschrauber gestartet und dann ist was passiert. Look, if we leave them behind, we're no better than the machines. Connor, I am ordering you to get on this chopper. Just go, before it gets here. Before what gets here? I'm sorry, John. Oh, I know I'm gonna regret this. John! Den Satz finde ich auch sehr toll. So, und ich habe es angekündigt. Das wurde nämlich abgeballert von so einem komischen Typen da. Und
In diesem Sinne sieht das Gute. Wobei, was ist gut? Diese Definition. So. Scheiße, ich weiß nicht, sollen wir den besiegen oder weiter? Ich glaube, wir rennen hier durch. Er hat mich getroffen. Ich glaube, diesen großen Hummer da, den können wir nicht erledigen. Nee, was ist das denn für ein Viech? Ganz ehrlich, das ist ja... Freilich. Ein Monster... Nee, das können wir auf jeden Fall nicht zerstören hier. Allerdings müssten wir uns jetzt... Es kommt immer näher. Take this! Tja, ich habe keinen Schuss mehr. In Deckung bleiben. Frage ist, kommt der immer näher? Wir rennen mal hier einfach durch jetzt. Nein, der rennt gar nicht. Der kann nicht rennen, das ist doof. So, jetzt rennen. Jetzt müssen wir da runterspringen am besten. Renn! Move it! Move! Er rennt! Ah, wir sind unten, wir sind auch nicht sicher. Wir müssen rennen. Hier ist ein Tunnel. Gut, da rennen wir am besten durch. Laden. Hier wieder der Terminator. Diesen Ladebildschirm haben wir noch nie gesehen, der ist ja so neu. Tja, rauszoomen, keine Ahnung, wie das ging. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, falls ihr das Spiel selbst kennt. Ich weiß es nicht. Gehen wir jetzt mal ganz nach unten hier. Weiße Zähne hat er ja, ne? Weiße Zähne hat er ja. Oder silberne Zähne eher. Dun, dun. Dun, dun. Finally. John Connor calling David Weston. Do you copy? Yeah, we hear you, Connor. Still pretty far from your position. We're progressing on foot, so they're going slow. Just two of us now. There's only two of you. Don't worry, David. We'll make it work. You do have some kind of plan, right? Yeah. We make our way. Naja, zwei sind besser als null, ne? Muss man dazu sagen. And when we get there? I'm still working on it. Kapitel 3. Neue Bekanntschaften. Und ich würde sagen, ich mache einen Aufnahmestopp und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ciao.